Herr Stevens wäre jetzt hier. Herr Stevens, was kann ich für Sie tun? Oh. Könnten Sie den Hund bitte wieder nach draußen bringen? Ich habe eine schlimme Hundehaarallergie. Ich könnte auch mit ihm rausgehen. Das wäre nett. Sie heißt Frau Klein. Okay. Kleins? Komm. Danke. Worum geht es denn eigentlich? Nun, es geht um Ihre Mandantin, Frau Sonja Ritter. Sie wurde heute Morgen tot und erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Was? Oh Gott. Und Sie sind sich sicher? Ich meine, hat denn der Täter schon gefasst? Nein. Allerdings gilt mein Mandant, Herr Ritter, als Hauptverdächtiger. Das klingt allerdings logisch. Wieso? Naja, als sein Anwalt werden Sie ja wissen, wie er um Frau Ritter gekämpft hat. Und Frau Ritter fühlt sich nun seit einer ganzen Weile nicht mehr sicher. Ja? Inwiefern? Herr Stevens, ich brauche Ihnen ja nichts von Schweigepflicht zu erzählen. Ich kann Ihnen nur sagen, vor 2 Tagen saß Frau Ritter genau da und hatte regelrechte Todesangst. Todesangst? Warum das denn? Na, weil Ihr Mandant, Herr Ritter, ihr mehrfach aufgelauert hat und ihr gedroht hat. Sie würde es bereuen, wenn sie nicht zurücknimmt. Ich habe ihr dann empfohlen, dass sie ein Kontakt- und Näherungsverbot erwirkt. Und das wollte sie sich eigentlich bis heute überlegen. Aber dazu ist es inzwischen auch zu spät. Ja, ich komme. Moment. Ja? Herr Ritter, ziehen Sie sich bitte etwas an. Sie müssen uns auf die Dienststelle begleiten. Was? Im Müll Ihrer Frau haben wir die Verpackung eines Rosenblumenstrauß gefunden. Und auf diesem Papier haben wir Ihre Fingerabdrücke festgestellt. Ja gut, ich war noch mal da am Dienstagabend. Ich wollte mich entschuldigen und hatte einen Strauß Blumen dabei für die Aktion, die ich an der Praxis gebracht habe. Aber ich war gar nicht drin. Ja, niemand hat die Tür aufgemacht, ehrlich. Ich habe den Strauß vor der Tür abgelegt und bin wieder gegangen. Und wann genau soll das gewesen sein? Kurz vor 6, sowas. Ja, genau. Und wahrscheinlich sind Sie dann direkt wieder hier nach Hause gefahren und waren den restlichen Abend allein in Ihrer Wohnung. Ja, so habe ich es Ihnen erzählt, so war es auch. Ganz ja, genau. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich glaube weiterhin, dass Sie zu Ihrer Frau gefahren sind, um sich zu entschuldigen. Dann gab es Streit, der ist eskaliert und dann haben Sie sie im Affekt erwürgt. Ha? Dann haben Sie es sauber gemacht, den Rosenstrauß wieder mitgenommen, weil Sie wussten, dass der die Polizei erst zu Ihnen lenken würde. Nur leider haben Sie ja das Papiermüll vergessen. Hm? Nein, glauben Sie mir, ich habe nichts getan. Ziehen Sie sich jetzt endlich was an, ja? Ich nehme Sie sonst auch nackt mit, ist mir egal. Machen Sie hin. Okay, alles klar. Aber was passiert denn jetzt? Die Staatsanwaltschaft hat beim Ermittlungsrichter bereits Anordnung auf einen DNA-Abgleich beantragt. Auf der Leiche Ihrer Frau haben wir Fremd-DNA festgestellt und die wollen wir jetzt mit Ihrer vergleichen. Also, wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, dann können Sie uns auch gerne freiwillig eine DNA-Probe abgeben, ja? Das würde den Prozess beschleunigen. Okay, ist gut. Aber ich muss jetzt erstmal noch mit meinem Anwalt telefonieren, ja? Ja, tun Sie das. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, wenn Sie unschuldig sind, dann wird man keine DNA an Ihrer Frau von Ihnen finden. Und deswegen würde ich Ihnen zu einer freiwilligen Speichelprobe raten, bevor es eine richterliche Anordnung gibt. Okay. Wenn Sie mir dazu raten, dann werde ich das tun. Wunderbar. Sie, Ritter, es gibt noch eine andere Sache. Wussten Sie, dass Ihre Frau zahlreiche Affären hatte? Ja, ich wusste es nicht wirklich, aber gedacht habe ich es mir. Ich meine, Sonja hat da nie was erzählt. Ich habe dann teilweise sogar Pauline ein bisschen ausgehorcht, ob sie was weiß. Aber ich glaube, da war Sonja diskret genug. Die hat Pauline die anderen Männer nie vorgestellt. Es ist nur so, einer dieser Affären könnte natürlich der Täter sein. Sie wissen also wirklich nichts. Nein, ich kenne diese Männer, die kenne ich nicht. Nein, ich verstehe es einfach nicht. Wie konnte Sonja so einfach über unsere Beziehung hinwegkommen? Ich, für mich war sie die ganz große Liebe und ich vermisse sie so. Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Täter finden. Herr Ritter, das ist einfacher gesagt als getan. Dazu bräuchten wir eine neue Spur. Aber vielleicht bringt mich ja dieser Hund weiter. Ach, Sie meinen den Hund, den Sonja dabei hatte, am Tattag in der Praxis? Ja, das hat mich auch gewundert. Sie hatte sonst nie Haustiere. Ich werde mal versuchen, das Härchen dieses Hundes zu finden. Denn vielleicht gehörte dieser Hund einer der Affären und damit eventuell auch dem Täter. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach nur ein Patient war. Ich meine, Sonja war Tierärztin. Und genau das werde ich herausfinden.
Ich fahre jetzt mal in die Praxis Ihrer Frau. Als Herrn Ritters Anwalt ist mir natürlich sehr daran gelegen, weitere Verdächtige zu finden. Und deswegen muss ich auch unbedingt herausfinden, wem dieser Hund gehört. Tut mir leid. Ich werde Jan Ritter sicher nicht dabei helfen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Es ist doch noch überhaupt nicht bewiesen, dass Herr Ritter was mit der Tat zu tun hat. Womöglich läuft der wahre Mörder noch frei herum. Und das würden Sie doch auch nicht wollen, oder nicht? Ja, okay. So nennt er tatsächlich an dem Todestag den Hund dabei, als er aus der Mittagspause wiederkam. Ich habe mich noch gewundert, aber nach dem Streit mit Jan, ich habe total vergessen, Sie danach zu fragen. Das heißt, Sie wissen auch nicht, wem dieser Hund gehört. Und könnte man es vielleicht anhand seiner Marke herausfinden? Ja, Moment. Komm mal. Die Nummer hier, die müsste registriert sein. Ja, Frau Klein war eine von Sonjas Patienten. Ich habe allerdings keine Ahnung, warum sie sich auch privat um ihn gekümmert hat. Wir haben ja eigentlich Boxen, in denen die kranken Hunde übernachten. Das heißt, Frau Ritter muss den Halter näher gekannt haben. Können Sie mir den Namen sagen? Unsere Akten sind vertraulich. Schauen Sie, Ihre Kollegin ist tot. Das könnte eine wirklich heiße Spur sein. Okay. Florian Schneider. Ja, vielen Dank. Das war gerade Kommissar Niebler. Es hat sich herausgestellt, dass die DNA, die in der Leiche von Frau Ritter gefunden wurde, nicht von Herrn Ritter stammt. Damit hat die Polizei keinen Grund, ihn länger festzuhalten. Und jetzt hat sich ja noch eine Spur aufgetan. Und zwar dieser Florian Schneider. Denn dem gehört dieser Hund. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis stand der zu Frau Ritter? Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine professionelle Tierärztin jeden x-beliebigen Patienten bei sich privat aufnimmt. Ich werde also den Hund Florian Schneider zurückbringen und ihm bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Fragen stellen. Hey, ich weiß, du bist noch müde. Aber ich freue mich so, dass ich dich wieder habe, meine Kleine. Aber wieso müssen wir so leise sein und aus dem Fenster klettern? Ja, weil sonst wäre Tante Karin aufgewacht. Und du weißt doch, wie sie ist. Die wäre dann gleich mitgekommen. Und wir beide, wir müssen doch auch mal alleine sein, oder? Oh, Papa, stimmt es, was Tante Karin gesagt hat, dass Mama jetzt bei den Engeln ist? Ja, das stimmt. Und was bedeutet das? Das erkläre ich dir später. Aber ich will, dass du eins weißt. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde dich nicht verlassen. Alles wird gut, ja? Komm, jetzt gehen wir weiter. Okay. So. Gut so? Was ist denn los? Warum ziehst du denn immer so? Hey, Frau Klein. Na? Hey, na, Frau Klein? Wer freut sich da? Herr Schneider? Ja, hallo. Stevens, mein Name. Ich wollte Ihnen gerade Ihren Hund zurückbringen. Ich habe es auch gestern schon mal versucht gehabt, aber Sie waren wohl verreist? Ja, ich war seit Dienstag in Hamburg. Ich bin öfter mal ein paar Tage weg und dann lasse ich Frau Klein bei Freunden. Freunde wie Sonja Ritter zum Beispiel? Genau. Aber Sonja wusste doch, dass ich erst heute wiederkomme und wollte ihn mir eigentlich später persönlich vorbeibringen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein. Frau Ritter wurde gestern tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde ermordet. Was? Oh Gott. In welchem Verhältnis standen Sie denn zu Frau Ritter? Wir sind nur gute Bekannte. Und darf ich fragen, in welchem Hotel Sie genächtigt haben? Das war das Business Inn in der Nähe vom Flughafen. Hören Sie, es tut mir leid, aber ich würde jetzt gerne nach Hause. Verstehe ich. Nur eine Sache. Rufen Sie mich doch an, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, ja? Anwalt? Ja, ich bin der Anwalt von Frau Ritters Mann. Ah. Kleins, tschüss. Mach's gut. Frau Klein, hier bin ich. Komm mal her. Wiedersehen. Nicht so schnell.
Ja, guten Tag, Stevens hier. Könnten Sie mich bitte mit dem Business in den Hamburg verbinden? Danke. Ja, Alexander Stevens hier, grüß Sie. Ich hatte eine Frage. Und zwar hat mein Chef bei Ihnen eingecheckt. Gestern war der wohl da. Florian Schneider heißt er. Und der hat sein Handy liegen lassen. Könnten Sie mal das Zimmermädchen fragen, ob Sie es gefunden haben? Florian Schneider. Oh, dann muss ich meinen Chef wohl im Zimmer bzw. im Hotel vertan haben. Ja, tut mir leid für die Störung. Das ist ja interessant. Ich habe gerade in dem Hotel angerufen, in diesem Business Inn, wo Herr Schneider angeblich gewesen sein will. Dort wusste man nichts von ihm. Die Frage ist, warum hat er mich gerade angelogen? Will er sich ein falsches Alibi verschaffen? Vielleicht, weil er am Dienstagabend Frau Ritter erwürgt hat? Irgendwas stimmt da nicht. Ich werde auf jeden Fall an diesem Typen dranbleiben und gleich mal den Kommissar darüber informieren. Pauline! Pauline! Scheiße, wo bist du denn? Polizei, Karin Fuchs hier, meine Nichte, Pauline Ritter, sie war heute Morgen nicht in ihrem Bett und das Fenster war offen. Ich glaube, ihr Vater hat sie geholt. Er hat meine Schwester umgebracht und ich weiß jetzt nicht, was er mit der Kleinen vorhat. Bitte, Sie müssen sofort was unternehmen. Okay. Ja? Ritter, ist Ihre Tochter Pauline hier? Was? Nein, die ist nicht hier. Die ist doch bei ihrer Tante, Karin Fuchs. Ja, sie hat eine Vermisstenanzeige für das Mädchen aufgegeben und sie denkt, dass die Kleine hier bei Ihnen ist. Oh Gott, nein, hier ist sie nicht. Papi, wo bleibt mein zweites Schokobrötchen? Herr Ritter, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Ihre Schwägerin Krankenversorgung um die Kleine ist? Mein Gott, es ist doch mein Kind. Ich werde doch mein eigenes Kind noch sehen dürfen. Ich habe mich doch nur von ihr ferngehalten, weil Sie das so mir empfohlen haben. Aber die Karin, die hat ja noch nicht mal am Telefon mich mit meiner eigenen Tochter sprechen lassen. Ich habe sie vermisst, dann habe ich sie heute früh abgeholt. Ja, sie braucht mich doch jetzt. Trotzdem, wir bringen die Kleine jetzt wieder zu ihrer Tante. Die wartet unten im Auto. Sie wollte unbedingt mitkommen, ja? Na gut, aber ich komme mit runter. Und ich spreche noch mal mit Karin. Machen Sie das. Pauline! Gott sei Dank. Geht's dir gut? Ja, ich war bei Papa und wir haben Fang den Hut gespielt und ich habe gewonnen. Hey, sorry, Karin. Verflucht, Jan, was sollte das? Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Hallo zusammen. Was machen Sie denn alle hier? Jan hat heute Morgen Pauline aus meiner Wohnung entführt, ohne mir Bescheid zu sagen. Ja, entführt? Jetzt machen wir halblang. Ist immer noch meine Tochter. Ich hätte wohl mein eigenes Kind abholen dürfen, oder? Naja, strafbar war es auf jeden Fall nicht, aber geben Sie doch in Zukunft Bescheid. Hab ich ja versucht, aber Karin hat ja noch nicht mal auf meine Anrufe reagiert. Wo ist Frau Klein? Frau Klein habe ich wieder zu ihrem Herrchen gebracht, zu Florian Schneider. Kennt den zufällig einer von Ihnen? Florian? Den kenne ich. Der war mal bei uns und ist voll nett. Mama mag den auch, sie hat ihn sogar schon mal geküsst. Was? Geküsst? Wo hat sie ihn hingeküsst? Na, auf den Mund. Ja, damit dürfte Herr Schneider dringend tatverdächtig sein, Herr Kommissar. Nicht nur, weil er mich hinsichtlich seines Alibis belogen hat, nein. Auch was sein Verhältnis zu Frau Ritter angeht. Das werden wir überprüfen. Komm, Schätzchen, wir gehen. Ich geh nur mit Tante Karin. Aber ich verspreche dir eins. Ihr zwei, wir sehen uns ganz bald wieder. Ist gut? Gerade hat die Kollegin der verstorbenen Frau Ritter angerufen. Sie hat anscheinend im Schreibtisch von Frau Ritter einen Drohbrief gefunden, der auf ihren Todestag datiert war. Was? Von wem ist der? Von Ihnen, Herr Ritter. Was? Nein, das kann nicht sein. Sind Sie sich da absolut sicher? Ja, das scheint mal so. Ich werde direkt hinfahren, das jetzt überprüfen. Dann treffen wir uns dort. Ich komme da auch hin. Ja, ich komme auch mit. Nee, Herr Ritter, das halte ich für keine gute Idee. Lassen Sie mich mal meine Arbeit machen und sage Ihnen dann Bescheid. Okay, danke. Hallo. Hallo.
Das war gerade der Kollege, der Florian Schneider befragt hat. Und ich hatte recht. Er hat mich angelogen, was Hamburg angeht, oder? Ja, er hat zugegeben, dass er gelogen hat. Er war zwar in Hamburg, allerdings bei seiner Verlobten und nicht im Hotel. Ach so, bei seiner Verlobten? Darüber hinaus hat er zugegeben, dass er eine Affäre mit Frau Ritter hatte. Und dass er, damit seine Verlobte nichts davon mitbekommt, eben ihm gegenüber auch gelogen hat. Wir überprüfen noch sein Alibi, aber ich denke mal, das klingt alles recht einleuchtend, oder nicht? Hm. Was ist mit diesem Drohbrief? Ja, das ist ja wohl offensichtlich. Der ist von Jan Ritter. Moment mal. Ja, sehen Sie, hier. Sonja, du kannst mich nicht einfach verlassen. Du und Pauline, ihr seid mein Ein und Alles. Ohne euch fehlt mir Luft zum Atmen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann wirst du ja sehen, wie das ist. Dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass du nicht mehr atmen kannst. Das schwöre ich dir, Jan. Ja, das ist ja quasi eine Ankündigung dazu, dass es ja mögen wird. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Das ist doch offensichtlich. Das ist doch fast so, als wollte der wahre Täter meinen Mandanten den Mord in die Schuhe schieben. Ja, und Sie drehen sich die Beweise aber auch so hin, wie es Ihnen gerade passt, oder? Ja. Oder aber auch umgekehrt. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwelche Spuren gefunden? Nein, auf dem Brief sind jedenfalls keine Fingerabdrücke. Na also, so untermauert doch meine Theorie. Also ich bitte Sie, mein Mandant wird doch nicht so blöd sein, seinen Namen darunter zu setzen und dann aber Handschuhe anzuziehen. Und im Übrigen müssen doch dann mindestens die Fingerabdrücke von Frau Ritter drauf sein. Was wollen Sie jetzt damit sagen? Na, ist doch ganz klar, dieser Brief, der wurde nachträglich nach dem Mord in der Praxis platziert, um meinen Mandanten die Tat in die Schuhe zu schieben. Pack den bitte ein, wir sind hier fertig. Ach, Herr Kommissar, eins noch. Ich würde Sie bitten, Herrn Schneider noch nicht von der Liste der Tatverdächtigen zu nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen Drohbrief geschrieben hat, um von sich abzulenken. Das halte ich ja für sehr unwahrscheinlich, aber wie gesagt, wir werden das Alibi noch überprüfen, ja? Ach, verdammt. Was ist denn los? Ach, seit Sonjas Tod sind wir völlig unterbesetzt und ich kann mit dem Ding hier einfach nicht umgehen. Lassen Sie mich mal. Schauen Sie einfach so und dann zack. Frau Weißenburg, mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass dieser Drohbrief von meinem Mandanten stammt. Ich glaube, dass irgendjemand den hier platziert hat, um meinem Mandanten reinzureiten. Wer hat denn alles Zugang zu den Praxisräumen? Naja, eigentlich nur die Tiere und ihre Herrchen. Gibt es da vielleicht eine Liste von allen Leuten, die hier waren, seit Frau Ritters Tod? Ab. Schauen Sie, es geht wirklich hier um viel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Liste mich wirklich weiterbringen könnte. Okay, bitte. Danke. Florian Schneider steht hier nicht drauf. Oh, Mensch. Oh, Moment mal. Das gibt's doch gar nicht. Christoph Tobald? Das ist doch der Anwalt von Frau Ritter. Ja, genau. Der war auch gestern da wegen seinem Hund. Den hat er aber nicht dabei gehabt. Er wollte wissen, was er gegen Flöhe machen kann. Wegen seinem Hund? Oh. Könnten Sie den Hund bitte wieder nach draußen bringen? Ich habe eine schlimme Hundehaare. Ich glaube nicht, dass Herr Tobald einen Hund hat. Also, dieser Florian Schneider hat mit der Tat tatsächlich nichts zu tun, sonst wäre er auf der Liste gestanden. Aber was bitteschön hat der Anwalt von Frau Ritter, dieser Christoph Tobald, gestern in der Praxis verloren gehabt? Hm? Einen Hund hat er ganz bestimmt nicht, denn er hat ja bekanntermaßen eine Hundehaarallergie. Also bleibt nur ein einziger Grund übrig. Er hat diesen Drohbrief in der Praxis platziert. Und genau deswegen werde ich ihn jetzt zur Rede stellen. Hallo. Hallo, Herr Stevens. Herr Tobald macht gerade noch Mittag, müsste aber gleich wieder da sein. Ach, Mist. Oh, dann warte ich so lange. Aber vielleicht können Sie mir in der Zwischenzeit vielleicht eine Frage beantworten. Wie war denn eigentlich das Verhältnis von Ihrem Chef zu Frau Ritter? Er war Ihr Anwalt und Sie seine Mandantin. Wieso? Ach, ich habe mich nur gefragt, ob Ihnen vielleicht irgendwas Merkwürdiges in der Woche vor Ihrem Tod aufgefallen ist. In der Woche vor Ihrem Tod war sie, glaube ich, gar nicht da. Aber ich kann mal nachschauen. Oh, das wäre nett. Nein, sie war das letzte Mal 10 Tage, bevor sie gestorben ist hier. Herr Kollege. Ach, Herr Tobald. Was führt Sie denn her? Nur einige Fragen. Zum Beispiel, warum Sie mir erzählt haben, dass Frau Ritter einen Tag vor ihrem Tod bei Ihnen hier in der Kanzlei war, obwohl das ja offensichtlich nicht stimmt. Das war ein spontaner Auswärtstermin. Und wie geht's Ihrer Hundehaarallergie? Ich habe mir sagen lassen von der Frau Kollegin von Frau Ritter, dass Sie gestern mit Ihrem Hund in der Tierarztpraxis waren. Da müssen die, glaube ich, irgendwas verwechseln. Ich war nicht mit meinem Hund da, sondern ich habe mich für den Hund eines Freundes erkundigt. Ach, natürlich. Gut, dann bin ich gespannt, ob Sie, wenn ich die Polizei jetzt informiere, immer noch so eloquente Antworten bereit haben, wenn Ihre DNA auf Frau Ritters Leiche gefunden wird. Hey, holen Sie die Polizei. Lassen Sie mich!
Jetzt hören Sie doch auf! Ihre DNA auf Frau Ritters Leiche wird beweisen, dass Sie der Mörder sind. Ich will nur wissen, wieso. Ich hab niemanden umgebracht. Ach ja, und was ist mit den Rosenblättern, die am Tatort gefunden wurden? Haben Sie das Vertrauen Ihrer Mandantin ausgenutzt? Das wird die Anwaltskammer sicherlich interessieren. Ach, das hat doch mit der Anwaltskammer überhaupt nichts zu tun. Das war alles rein privat. Ah, da waren Sie also verliebt in Frau Ritter. Aber sie hat Ihre Gefühle wohl nicht erwidert. Ihre Signale waren die ganze Zeit eindeutig. Ich war mir sicher, dass sie mich auch liebt. Sie hat in allem meinen Rat gesucht. Sie hat mir immer ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat Ihnen als Anwalt vertraut. Nein, es war mehr als das. Ich war mir sicher, dass sie mich liebt. Ja, und dann hörten die Besuche in der Kanzlei auf einmal auf. Ich habe gedacht, dass sie auf ein Zeichen von mir wartet. Dann bin ich halt zu ihr gefahren. Wollt ihr meine Liebe gestehen. Aber sie war nicht da. Vor der Tür lag ein Strauß Rosen. Und da hatte ich die Idee. Ich habe die Rosen genommen und bin durchs Fenster eingestiegen. Und habe Rosenblätter verteilt. Mit Kerzen. Sollte sehr romantisch sein. Oh Gott, was soll das? Aber das weißt du doch so. Es tut mir auch leid, dass ich vorher nicht den Mut hatte, es dir zu sagen, aber ich liebe dich. Ich weiß, dass du mich auch liebst. Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Das ist doch jetzt vollkommen egal. Könntest du bitte den Hund rausbringen? Ich bin total allergisch. Komm, Kleins. Rein da. Sehr lieb von dir. Und jetzt komm her und küss mich. Was soll diese peinliche Show hier? Aber Sonja. Aber du liebst mich doch. Ha, ist ja wohl komplett lächerlich. Und jetzt raus hier. Such mir einen anderen Anwalt. Ach ja? Lassen Sie mich los. Sonst rufe ich die Polizei. Du wirst niemand mehr rufen. Glaubst du, ich lasse mich von dir verarschen? Glaubst du, du kannst mit mir so eine Spiele spielen oder was? Durchgedreht. Dann haben Sie die Kerzen und die Rosenblätter verschwinden lassen und Ihnen kam es gerade recht, dass ausgerechnet mein Mandant als Hauptverdächtiger geführt wurde. Und dann haben Sie diesen Drohbrief geschrieben und ihn in der Praxis hinterlegt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nie vorgehabt, Sonja umzubringen. Herr Tobald, Ihre Reue in allen Ehren, aber das hilft weder Frau Ritter noch Ihre kleine Tochter. Um Anwalt zu werden, muss man nicht nur lange studieren und viele Gesetze kennen, nein, sondern auch viele Regeln beherrschen. Nur die wichtigste Regel überhaupt hat Rechtsanwalt Tobald wohl nicht beherrscht. Nämlich, fang niemals was mit deiner Mandantin an und verliebe dich nie in deine Mandantin. Aber, dass Herr Tobald als Rechtsanwalt und damit als Organ der Rechtspflege zu einer so grausamen Tat fähig war, das hat selbst mich schockiert.